Herzlich willkommen zur neuen Folge von gerade auf dem Marsch, Version 1.3. Die Wiese Nummer 21 ist auffällig. Wir werden jetzt gleich mal die Bahn treffen gehen. Mal gucken, wo wir sind. Dann oben links. Dann runter. Kontakt, wo der die Ballen überhaupt die Ballen versucht. Ja, ne? Er sagt Regen an, aber das auch nicht dran. Denn wir machen ja keine Ruhe. Ne? Von daher ist es uns mir persönlich egal. Also kein Stress. Wir machen immer schön die weiter. So, dann haben wir gleich die Fahrzeuge sind soweit fertig. Jetzt können wir die hier später gleich waschen und reparieren. Jetzt haben wir es 22.19 Uhr. Auch wenn die Gefahr gering ist, ich will kein Heu haben. Beim letzten Mal auf dem Feld 24, da war das so, durch das schnelle Vorspulen, dass wir im Prinzip Heu bekommen haben. Sobald die Felder in den anderen liegen, werden wir euch also gehen. Ja, also. So. Gucken wir uns mal gleich den anderen an. Der arbeitet auch. Das dauert hier eine Weile, denke ich mal. Und hier ist es halt vorbereitet. Dann werden wir beginnen mit Mais, ne? Ob das nun reif wird oder nicht. Beziehungsweise wir könnten ja 13 vorbereiten. Das dauert auch Zeit. Wir müssen relativ zügig reagieren. Wird eine Geld abgezogen. Wir brauchen einen Maispflücker und zwar 12 Meter. Ich hoffe, dass wir uns das leihen können. Mieten. Ich habe nicht genügend Geld. Was soll das denn? Okay, dann machen wir Planänderung. Wir werden uns kurz im Hof switchen, immer so, ne? Und ja, Eicher können wir ja. Und werden Luftfutter verkaufen. Der Faktor steht ja hier. Und dann werden wir gleich die Ladung hier da verkaufen. Dann nehmen wir gleich noch viel. Das ist gut. Dann haben wir Geld. Und ich kann das auch gleich kaufen. Wir hätten einen LKW nehmen können, ne? Dann nehmen wir LKW, dann fahren wir den mal weg. Ein bisschen sinnvoller. Ist dann vom Blauten da wieder dran, ja. Und wir jetzt gucken, ich weiß ja nicht. Ich bin gerade Nebel, was ist das für ein Suppe jetzt hier? So, machen wir Licht an, ne? Ne, ist kein Nebel. War nur dunkel. So. Ich glaube, den müssen wir da ein bisschen mehr mit. Ich weiß ja nicht genau, ob wir jetzt noch Geld kriegen von der BGH, aber wir haben eh genug mit von der BGH. Ups. Der ist nicht voll. Ich guck mal drauf. Nicht so weg wie mit Kraftfutter, Kraftfutter und anderes. So.
klappt mal den Lipper wieder auf. Kocht genug. Ja. Laut Anzeige. Siehste, so. Wo geht das? Oh, der LKW hat sich schön fahren. Mit 37%. Aber der LKW ist die Frage. Vielleicht werden die Kosten ein bisschen teurer für den Unterhalt oder so. Keine Ahnung. Fahren wir mal das vielleicht zu. Können wir eh nicht bezahlen, wenn wir kein Geld haben. Jedenfalls nicht flüssig. Wir haben ja unsere Lager sind gefüllt, ne? Aber ich möchte ja nicht die Lager plündern, jetzt wo die Preise Keller sind. Aber wenn du Zinsen zahlen musst, dann musst du auch überlegen, was sinnvoll ist. Ne? Aber nach Möglichkeit möchte ich ja gerne eine Brauerei bauen, oder die. Da hätten wir nämlich Zutaten erbaut. Also Hopfen, Ernten und direkt, früher oder später, und dann Weizen, Gerste haben wir schon. Paletten haben wir auch. Also, Bierproduktion ist eigentlich nicht zum Ziel, sobald wir Hopfen fertig sind. So. Ich muss mal schauen, wo der Preis besser ist. Ob Reifeisen? Muss ich mal schauen. So. Ich meine, wegen ein paar Euro werde ich nichts machen, ne? So. Ja, Reifeisen, das passt. Fast 1500. Das ist okay. Das ist gerade auch zu. So. Da sind wir hier. Ich muss mal eine Außenansicht machen. Ja, genau. Kaplan. So können wir das Schneidwerk uns leisten. Eins reicht ja. Dann fahren wir nach dem LKW hin und können wir nebenbei leer machen und dann die schon 112.000, was sagst du? Wir müssen nur sehen, dass wir nachher nicht zu viel bekauen, ne? Das wäre nämlich schlecht. Aber aktuell haben wir genug Heu da, Stroh ist auch kein Problem. Und die Lage wird gerade mehr oder weniger fertig. Dann machen wir einen Hof und dann machen wir einen Drescher hinfahren, holen und dann werden wir ja im Spiegel sieht das aus, als wenn draußen Nebel wäre, ne? Eine andere Welt. Aber das geht ja nicht. Ja, als wenn Nebel wäre. Fahren wir hier rauf. Obwohl jetzt neuer Kursblick drauf ist, ist trotzdem immer noch null. Oh. Ganz kurz das der verkauft, da gehen wir auf Lager und Shop. Na, wir gehen hier, wir gehen gleich mit Löcher rein. Die bleiben. So. Da nehmen wir den K2. Okay. Und dann gleich mal abhängen und dann werden wir zusehen, dass wir einen bekommen. Wir fahren zum Händler.
zu, dass wir jetzt den Schneidwerk kriegen können für Mais und für Hopfen. Die machen sie als Hopfen. Es kann sein, dass sie einfällt, in einem Lager ein Silo voll ist, weil okay, reicht. Dann machen wir einfällt Körnermais. Wäre eine Option. Würde mir noch nicht ganz schlüssig. Mal sehen, wie sie Arbeit auch machen. Die Bahn kann arbeiten, das ist gut. Wir können hier mal gleich mal schauen. So war ein Händler. Der doch schläft. Aha. Schläft nicht. Hoffen wir mal. So. Dann schauen wir mal. Ja, Mais. Maispflücker. Dann kaufen die das mal. Dann machen wir ja rot für unseren roten, ne? So muss es sein. Dann läuft die Wirtschaft. Kaufen, kaufen, kaufen. Geld muss im Umlauf sein, sonst wird schlecht. Da liegen noch ein paar Bahnen rum. Das ist froh. So, haben die gerammt. Das ist auch noch holen. Er regnet jetzt ein. Na, da können wir Hopfen sowieso vergessen. Aber dann fahren wir im Hellen dahin, ne? So. Was machen unsere Wiesen? Beide habe ich jetzt Problemkurse. Da werde ich mal die Problemball gleich holen. Geh vom Hof. Die Ballen werden wir hier mal separat abladen. Ganz extra separat, um nicht durcheinander zu kommen. Weil das eine ist noch Gras und das nächste ist schon wieder Ballsilage. Und wäre ja blödsinnig, wenn die jetzt in unnützer Weise vermischen. Dann müssen wir beides warten. So. So geht's ganz gut. Ordentlich getrennt, keine Gefahr. So, auf zur Wiese Nummer 21. Ja. Im Rahmen. Trotzdem haben wir nur 200 FPS. Also dunkel, die Ladebahn sammeln ist auch kein Vergnügen, ne? Aber gut. Was war's, ne? Da lief nichts. Wie gesagt, ich habe die Problemballen, die muss ich ja zuerst holen. Und einen habe ich vor Ort übersehen. Das ist nicht gut. Müssen wir mal ausmachen. Innen drin sehe ich noch weniger, glaube ich, oder? Ja. Die rechts stören nicht, aber die hören nicht stören. Das sind Spitzen. Zwei Knochen haben, ist okay. Also wieso? Wenn der
durch Zufall, der gerade da lang fahren will, wo der Bahnhof ist. Und 36 habe ich in der Mitte angefangen, aber hier habe ich mal so gespeichert gehabt. Ja, wenn man eigentlich dabei ist, dann geht's ja auch. So, dann fahren wir jetzt in 23 und holen da auch die Problemballen weg. Sicher, sicher. Ich denke, wir können jetzt auf 30 gehen, ne? Weil das ist ja jetzt die Heugefahr ist ja gering. Und wir sind fertig. Ja, das soll es für die heutige Folge. Dann seid mal Fuß auf den Gewinn. Ciao, ciao. Ja, es geht dann gleich weiter, ne? Tschüss und danke fürs Reinschauen.